Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder zurück zu Metroid Prime Remastered. So. Wir wollen jetzt also nochmal zurück zu diesen Shoso-Ruinen oder was das da war. Ich will ja jetzt nochmal was gucken. Das hatte nur zeitlich nicht gepasst alles. Jetzt könnte man sagen, oh verdammt, der einfach blöd bin. Mich einfach mal Geduld haben sollte. So. Also, erstmal wieder hoch. Ich finde noch den richtigen Weg. Es muss da ja sein. Irgendwas muss ich da halt übersehen haben. Aber ich weiß halt nicht was. Weil das Spiel sagt mir, geh dahin. Und ich sage dem Spiel, ja, gerne, aber... Sag mir wie. Nee, den Weg mach ich mir nicht nochmal. Nee. Den Weg mach ich mir sicher nicht nochmal. Der war ätzend. Dann nehme ich lieber hier den Weg in Kauf. Ah. So, hier durch. Da kann der mal hängen bleiben, ganz wichtig. So. Das heißt, ich muss da oben lang. Wir sehen das einmal an und wir sehen das einmal an. Dann haben wir die schon mal weg. Dann gehen wir hier lang. So. So, da war ich schon. Dann hier durch. Moment, bin ich jetzt hier falsch gelaufen? Ja, ich war falsch. Muss natürlich da lang. Ah, schon wieder eher. Die sind nervig. Also solange ich sie nicht bekämpfen muss, sind sie in Ordnung. Wo war das denn jetzt hier lang? Ich glaube, das war da hoch, ne? Aber ihr wisst, was ich als erstes immer mache. Richtig, speichern. Das finde ich, denke ich mal, am wichtigsten. Ganz schön viele. Okay, wir haben auch erwischt. Dann hier lang. Die da oben abknallen.
Und dann knallen wir die da ab. Oh, das war knapp. So, dann war das jetzt hier lang. Okay. Dann hier. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Hier bei allen. Vergesst hier immer das Springen. Wieso kommen die denn da jetzt auch? Bin ich gar kein Fan von. Einfach lang sein. Muss hier sein, es geht gar nicht anders. Hundertprozentig kommen jetzt diese Typen wieder. Wie komme ich da nochmal rauf? So, ne? Moment, wartet mal. Oh. Sag bloß, das wäre jetzt so einfach gewesen. Ja, es war so einfach. Ein neuer Weg hat sich geöffnet. Ich hatte mal den Magnetball gedrückt. Schließt sich wieder? Wo geht es jetzt lang? Ah. Geil, jetzt bin ich dahinter. Schutzschild außer Betrieb. Nice. Aber irgendwie auch nicht nice, ne? Also noch nicht das Epizentrum. Abflussdeckel hält stand. Wasserstand des Beckens bei 95% gehalten. Steinkröte ernährt sich von kleineren Lebewesen, von außen unverletzbar. Eine Steinkröte kann tagelang nahe regungslos verharren. Als Nahrung dienen ihr Lebewesen, die deutlich kleiner sind als sie selbst. Diese verschlingen sie mit einer einzigen Biss. Ist etwas unverdaulich. So wirkt sie es wieder aus. Steinkröten setzen im Kämpfen ihre mächtigen Eckzähne als letzte Rettung ein. Lebt ihr auch? Oh nein. Ich befürchte schon, was ich... Okay. Ich hab's schon fast befürchtet. Scheinbar muss ich sie jetzt mal umbringen. Oh, das war einfach. Oder auch nicht.
glaube nicht, dass ich so hochkomme, oder? Wie kann ich denn hier das Wasser senken? Da ist was. Du hast in der talorischen Legierung des Abflussdeckels entdeckt. Instabil. Probieren wir es einfach mal so. Okay, dann probieren wir es mit dem anderen. Das funktioniert nicht. Klar, Logik. Eine Logik. Eine Rakete hilft nicht, aber so eine kleine Bombe, die hilft. Da ist noch eine Kröte, habe ich gerade gesehen. Hier noch eine Kröte? Nein, das heißt, wir haben jetzt hier einen Weg. Und wir haben da einen Weg. Wir haben einen Speicherpunkt. Nice, den nehme ich. Hinter ist auch noch ein Weg. Mal gucken, was wir hier haben. Einen neuen Weg. Östlicher Teil der Talon-Welt. Ja, ich soll jetzt erstmal woanders lang, ne? Das also erstmal gehen wir doch in die andere Richtung. Ernsthaft, ihr seid schon wieder da? Oh Mann, ihr seid ja nervig. Oh, was haben wir denn da? Icebeam. Okay. Wir haben den Icebeam. Nice. Damit öffnen sich mir wieder neue Wege, ne? War klar. Und hier geht es dann südlicher Teil der Talon-Oberwelt. Why not? Was nicht Oberwelt? Ha. Okay. Der Beam gefällt mir. Was schießt denn da auf mich? Achso, du bist das.
Okay. Jetzt kann ich also darauf. Da muss ich dann doch eher darauf. Dann darauf. Und dann. Hier rüber. Na. Das ist eine eklige Stelle. Nein. Auf. So. Hoch geht denn das? Wow. Also ich bin jetzt hier oben und scheinbar ist hier irgendwo auch noch ein Weg. Dahinter ist irgendwo da unten. Wie könnte ich denn da hinkommen? Ich weiß, ich bin jetzt dummerweise runtergesprungen. Nur weil ich wissen möchte, wie man da hinkommt. Spielt der irgendwann den Jetpack oder sowas? Ah, verdammt. Wartet mal einen Moment. Alter, hier ist ja auch noch was. Ich verstehe es nicht. Könnte aus der Theorie her funktionieren, aber ich glaube nicht, dass es jetzt gewollt ist. Okay. Okay, das ist es auch nicht. Nope. Wassereinwirkung hin. Starke Anreicherung von Bendezium entdeckt. Nein. Oh, warte mal, vielleicht doch. Viel zu viele Waffen. Nee, da komme ich einfach nicht hoch. Also hier darf ich anscheinend doch noch nicht lang. Hm.
Würde ich sagen, gehen wir mal auf die andere Seite, oder? Halt. Hier war das, ja. Na, daneben gesprungen, daneben gesprungen, daneben gesprungen. Danke, Rainer. Dann gehen wir halt hier durch. Wo sind wir jetzt auf der Oberwelt? Also jetzt sind wir hier. Okay, aber was uns jetzt hier weiter erwartet, ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir gucken einmal durch. Sage, haut rein. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.